Vom Heilsbringer zum Sündenbock. Thomas Reis ist freigestellt. Innerhalb von 4 Wochen drehte sich die Stimmung auf Schalke um 180 Grad. Das Kuriose an der Geschichte ist, dass der Verein ja eigentlich vor ein paar Wochen noch mit diesem Trainer verlängern wollte. Die Vertragsgespräche sollten im Herbst losgehen, noch vor Jahresende beendet sein. Doch dann die Wende. Wir haben uns dann nochmal die Zeit genommen und nochmal genau hingeschaut und aber feststellen müssen, dass die Situation sowohl menschlich festgefahren wie aber auch inhaltlich festgefahren ist. Die sportliche Entwicklung ist alarmierend. Nach 7 Spielen stehen die Königsblauen auf Platz 16. Mit 15 Gegentoren steht die zweitschwächste Abwehr der Liga. Schalke war mit der Herangehensweise des Trainers, mit der Taktik nicht so ganz zufrieden. Schalke hat gesehen, dass es zwischen der Mannschaft und dem Trainer eigentlich immer weniger passt. Das gilt es jetzt, innerhalb kürzester Zeit, zu verbessern. Interimscoach Matthias Kreuzer bleiben nur 3 Tage zur Vorbereitung auf das Spiel in Paderborn. Zu wenig? Ich glaube, dass es auch zwar knapp ist, aber dass es absolut vertretbar ist, weil Matze die Mannschaft kennt und weil wir eben, wie gesagt, diese Überzeugung im Laufe der Woche gewonnen haben, dass wir jetzt was tun müssen. Matthias hat eine klare Idee vom Fußball. Die wird er der Mannschaft näher bringen. Er hat, das hat man heute in der Kabine, in der Ansprache gesehen, klare, direkte, kernige Botschaften. Das wird der Mannschaft helfen. Und Matthias hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er herausfordernde Situationen meistern kann. Herausfordernd ist der Trainerposten bei Königsblau definitiv. Mehr als 40 Spiele als Coach von Schalke an der Seitenlinie, das gelang zuletzt Domenico Tedesco 2019. Jetzt sei vor allem die Mannschaft in der Pflicht. Ich wehre mich gegen die Formulierung, die Mannschaft hat Trainer auf dem Gewissen, weil ich finde, die Mannschaft spielt das Spiel, die Mannschaft ist für die Ergebnisse zuständig und diese kausale Kette sehe ich nicht. Auf den sicher nicht absichtlichen Abstieg letztes Jahr folgte ein großer Umbruch. Das Ziel in der Sommerpause war trotzdem klar und offensiv, der Wiederaufstieg. Zu offensiv? Das ist etwas, was uns natürlich jetzt einholt. Also ich sage jetzt der Satz, wir wollen und wir werden aufsteigen, ist natürlich diesbezüglich ein Beispiel dafür. Als Absteiger mit einem wettbewerbsfähigen Budget im ersten Drittel dieser Liga, finde ich, kann man dieses Ziel ausgeben. Von diesem Ziel ist man weit entfernt. Die Ausgangslage jetzt, alles andere als einfach. Der Druck? Immens. Ja, und nun ist der Verein mal wieder auf der Suche nach einem neuen Trainer. Und wer sich das antun will, tja, das muss Sportdirektor André Hechelmann jetzt mal herausfinden. Leicht wird das nicht. Ich gehe nicht ganz mit, denn es ist eine große Ehre, für Schalke 04 arbeiten zu dürfen. Und das werden auch sicherlich die Trainer, die wir dann für uns ausmachen, so spüren. Die Frage ist nur, für wie lange?